Daten sind das neue Gold. Wir leben in einem Informationszeitalter und Wissen ist angeblich nur einen Klick entfernt. Schön und gut. Aber wie definieren wir die Begriffe Daten, Information und Wissen und in welchem Verhältnis stehen sie denn eigentlich zueinander? Das klären wir in diesem Video. Fangen wir ganz unten an, in der Informationspyramide. Daten, das können Einsen und Nullen sein. Aber auch Spielstände sind erstmal nur Zeichenfolgen, die einem Regelsystem folgen. Eine Stufe darüber haben wir Informationen. Das sind Daten, die durch Interpretationsregeln der Semantik gedeutet werden können. Während zum Beispiel 4 Liter alleine nur Daten darstellen, sind die gleichen 4 Liter im Kontext der Tankanzeige eine Information. Daraus kann ich wiederum schließen, dass es mal Zeit wird, endlich nachzutanken. Das heißt, ich kann auf Wissen zurückgreifen. Manche Quellen sprechen hier auch von Vernetzung als Schritt von Information zu Wissen. Will ich den Weg nach unten gehen, muss ich Wissen verwendbar und zugreifbar machen. Zum Beispiel durch eine Dokumentation oder durch eine Schulung. Informationen in Daten umwandeln kann durch Kodierung stattfinden. Sprache in Wellenform übertragen, Kodierung. Lichtverhältnisse in Lumen ermitteln, auch Kodierung. Die ganze Thematik hat ihre Ursprünge rund um das Jahr 1989 und wird laut Jennifer Rowley oft für selbstverständlich genommen. Oft zitiert und anerkannt, keine Frage, aber auch wenig in Frage gestellt. In der Teildisziplin des Wissensmanagements steht außerdem Weisheit an der Spitze der Pyramide, weswegen man auch im englischsprachigen Artikeln von Wisdom Hierarchy oder auch Weisheitspyramide spricht. Für Wissen braucht man Informationen und Daten und für Weisheit brauche ich alle drei darunter. Das Paper ist unten verlinkt. Ich will jetzt noch auf einen letzten Aspekt hier eingehen. Inwiefern sind denn diese Stufen programmierbar oder durch einen Algorithmus vielleicht automatisierbar? Im Allgemeinen heißt es, je höher die Stufe, desto weniger kann ein Algorithmus greifen. Weisheit ist laut Literatur nicht programmierbar. Informationen und Daten schon eher. Man kann sich jetzt streiten, ob eine automatische Stauerkennung inklusive Umleitungsvorschlag wirklich intelligent handelt. In jedem Fall finde ich es eine Annäherung an die Frage, ab wann ein System als intelligent oder eben sogar weise bezeichnet werden kann. Für dein VI-Studium ist es von Vorteil, wenn du die Trennung dieser Begriffe kennst. Das hilft dir auch leichter, das Marketingmaterial von echten Fachquellen zu trennen. Und mit diesem erneuten Diss auf Buzzword Bingo sage ich gute Out und bis zum nächsten Video. Für Wissen Informationen, what the fuck? Nein, einfach nein. Für Wissen brauche ich...